grüße euch. Ich melde mich von meinem Sonnenplätzchen. Ich habe es ja schon zu Genüge vorgestellt. Und ich habe wieder Energie. Wollte ein bisschen fließen lassen. Sonne schon am Abhauen. Ich hoffe, die bleibt noch lange genug. Und ich wollte euch mal zeigen, was sich so im Garten getan hat. Hier von meiner Nase nichts. Also so ein bisschen ränderfrei machen, Wege sehen. Es gibt auf jeden Fall jede Menge zu zeigen. Dafür nehme ich euch jetzt mit. Ja, hier vorne schon ganz unschwer zu erkennen. So ein bisschen runter, ein bisschen ruhiger. Aber von dort könnt ihr natürlich nichts sehen. Von hier seht ihr auf jeden Fall besser. Hier vorne habe ich schon ein paar Pflanzen rausgerupft. Konntet ihr, ich glaube, im letzten Video mal sehen. Ich habe da keinen Überblick mehr. Aber im Januar war sehr wild. Und ja, ich bin heute den ersten Tag wieder in meinen Energien, wie ich es schon lange nicht mehr hatte. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Ja, und hier vorne darf nachher dann wieder Mais wachsen. Irgendwie Kohl dazwischen, vielleicht eine Tomatenpflanze. Aber es geht um den Mix Mais, Kürbis, Stangenbohnen. Stangenbohnen geben dann Stickstoff an den Boden ab. Und somit ist das so eine Symbiose. Das haben uns alte Kulturen vorgemacht. Und ja, in Deutschland läuft das halt eben auch. Und da ich hier gerade auf der Ecke bin, hier vorne war ich fleißig, hatte auch Hilfe. Schönen Gruß an Torm, wenn du das siehst, hörst. Und ja, mit dem war ich ein bisschen bei und ich habe das heute vollendet. Die Ecke beim Foodsharing-Stand. Hier sind ja ein paar Pflänzchen drin gewesen, auch die Lemon Queen, die habe ich hier rausgeholt oder haben wir rausgeholt. Die ist jetzt dahin gekommen, da sieht man noch so ein bisschen die Überreste. Die wird dann hier so rüberkommen, die wird ja recht groß. Und dann haben wir hier noch so Osterglocken drin, Beinwell, alles was sich da so gefunden hat. Hier gab es auch mal eine Pflanze, da waren wir uns aber unsicher. Die haben wir nicht so wirklich wiedergefunden. Ich habe mir gesagt, ja, dann wächst die halt an einer anderen Stelle, wo wir jetzt die Sachen hinbringen. Da hat es dann auch irgendwie gut. Ja, und hier vorne, um euch mal vorzustellen, warum ich wie, was oder wie das so gemacht haben. Erstmal von der Seite. Hier ist nochmal das Bienenhotel hingekommen, wobei hier wird noch ein bisschen was anders gemacht nachher. So ist der Plan. Aber eins nach dem anderen. Also hier unten, die Erde wurde freigemacht. Ganz normal, wie ihr das so kennt. Dann habe ich von hinten noch verkompostiertes Laub da hinzugefügt. Und ja, Deko, Pflänzchen sind da drin, also so die Zwiebeln von den Osterglocken. Steinpyramide, kaum zu übersehen. Da auf der Ecke ist irgendwie Beinwell, aber das wird sich wahrscheinlich auch verteilt haben. Da war nämlich ordentlich was drin, man sieht es hier oben. Ja, das ist noch über. Und letztendlich reicht euch so ein Stück. Beziehungsweise auch das und dann kommt da schon wieder gleich eine neue Pflanze. Ist das nicht schön? Ja, das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Mit denen hier noch irgendwie im Garten so ein paar Stellen zu befruchten. Damit er dann da irgendwie auch noch Beinwell sich breit machen kann. Das ist auf jeden Fall willkommen in der Tierwelt. Ja, der Weg ist ein bisschen breiter geworden. Hier ist ein ordentliches Totholzstück hingekommen und dann wieder für die Insekten und Vögelchen hier ein bisschen was zum Landen. Das wird ja immer genutzt im Garten, deswegen kommt das überall rein, die freuen sich. Das ist ein schöner Spielplatz, darf ich regelmäßig beobachten. Und dann, ja, drumherum ist ein bisschen loses Gras noch gewesen, beziehungsweise auch von anderen Stellen. Das habe ich dann halt oben drauf gemacht. Hier ist das Gleiche, nochmal von nah. Da ist sogar noch eine kaputte Eichel. Also das sind so Sachen. Das ist schön. Das ist jetzt hier nicht wirklich eine Gemüsebauecke, aber so ein bisschen was für den Boden kann man ja tun. Ansonsten bleibt es hier mager. Und die, ja, die Steinpyramide, nochmal so ein bisschen Vorteile. Genauso Lebensraum für Tiere, was hier ein Kellerasseln schon reingefunden hat. Dann sind da die Käfer unterwegs, Eidechsen. Ja, spontan fällt mir jetzt gerade nicht mehr an. Ist auf jeden Fall Lebensraum für Tiere, kann ich empfehlen. Auch die Insekten nehmen mal auf der Rückseite Platz, wenn es zu warm ist, dann haben sie da ihre Schattenplätzchen. Ansonsten habe ich hier dann Holz zum Begrenzen, Steine und so fügt sich das alles. Hier vorne ist noch eine Lücke, da hätte ich am liebsten noch Steine hin, aber die fehlen. Also so große Steine sind da nicht mehr bei. Ja, und dann war ich endlich mal hier an der Ecke bei, beziehungsweise mit Hilfe von Torben und ja, darf mich glücklich fühlen und dankbar, dass das Ding hier schon fertig ist. Und ja, letztendlich zieht sich das hier überall längs. Angefangen habe ich damit so ein bisschen die Beete rauszuholen und Konturen zu schaffen, damit man dann Lust aufs Beet kriegt. Und so läuft das auch ganz gut. Also Kiefernbeet kommen wir auch noch hin. Da ist ein bisschen was zusammengekommen. Und ansonsten hier die ganzen Begrenzungen. Hier hoffe ich ja noch auf Pflaumenbaum. Ist ja soweit ganz groß gewachsen. Torben hier noch ordentlich Erde hin. Ja, hier so ein bisschen die Konturen. Hier war ich, wie gesagt, noch nicht bei, habe mir aber dann das Gras geholt.
Hier überall auch Schnitt drauf und ein bisschen Erde. Auch hier die Laubgeschichte, was sich da verkompostiert. Leben bringt Leben. Ihr kennt ja hier meinen Stil und worauf das mir so ankommt, dass ich Kreisläufe aufrechterhalte und mehr in den Garten schleppe, als ich raushole. Der Natur mehr zurückgebe, als ich hier nehme. Das ist so der rote Faden. Und vor allen Dingen Lebensraum für Tiere. Ne? Das ist hier Programm. Geht es den Tieren im Garten gut? Geht es eurem angebauten Gemüse, Obst, was auch immer ihr davor habt, auch gut? Kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt im siebten Gartenjahr schon. Das ist schon eine Weile. Ein bisschen was darf ich schon erzählen und weitergeben. Und ich freue mich auch, dass ihr zuschaut und mich hier so toll unterstützt. Ich hoffe, das geht so weiter. Darf so weitergeben. Ich darf weiter senden. Ja, tingeln wir mal weiter. Hier nochmal von der Seite. Können wir so mal. Na, ist ein bisschen breiter geworden, ein bisschen mehr Platz. Kommst gut mit der Schubkarre durch. Hier ist noch alles wild. Der Grünkohl steht noch. Ab und zu nasche ich da mal. Und hier ist das selbstdüngende Beet, das Kiehohlbeet. Schlüssellochbeet. Also hier ist der Eingang. Ist alles noch so ein bisschen im Bau. Ihr seht das. Aber soweit beikrautfrei. Hier sieht es gut aus. Hier ist alles voll mit Feldsalat. Rosenkohl steht noch gut da. Da kann man die äußeren Blätter abpulen und dann haben wir da bestimmt noch was. Kommt gerade derzeit nicht so in Frage. Ja, und hier genau das Gleiche. Ich habe da noch Holzspäne, die mir in die Hände fielen. Das seht ihr hier noch durch. Gras. Hier wieder dieses Verkompostierte. Von hinten. Das macht sich dann breit und schenkt dem Beet dann wieder was. Mal ganz unabhängig vom Kompost in der Mitte. Hier noch ein Grünkohl. Da vorne haben wir noch ein paar Möhren, die dann wahrscheinlich dieses Jahr in die Blüte gehen. Ein bisschen Knoblauch habe ich noch gefunden und ein, zwei Zwiebeln. Ich glaube, die können nachher gut ins Hochbeet. Da hinten hatte ich ja was fertig gemacht. Hatte ich ja irgendwie in den vergangenen Videos schon gezeigt. Ja, somit ist das hier schon ordentlich vorangegangen. Also die Woche war ich bis auf einen Tag jeden Tag hier. Das habe ich gebraucht, um stabil zu bleiben. War viel, viel los. Aber jetzt geht es mir deutlich besser. Und da bin ich auch echt glücklich drum, könnt ihr glauben. Ja, was habe ich noch getan? Beziehungsweise, ich hatte ja auch Hilfe, wie gesagt, einen Tag. Hier sieht es so aus. Ach da haben wir auch noch Erde im Beet vorne verteilt, im Kiehohlbeet. Genau, das war gar nicht das Laub, das letzte, was ich euch gezeigt habe. Das ist hier die Stelle, wo der Kürbis mal stand und der ganze Pferdemist hingekommen ist. Ne? Und hier liegt noch ordentlich was rum, was man dann in den Beeten verteilen kann. Der Kompostplatz. Ja, jetzt muss ich selber mal rumlaufen, weil jetzt kann ich mich gerade nicht erinnern. Ah ja, genau, so sieht's aus. Hier ein bisschen Deko. Hier sieht es so aus, das Beet meinte ich gerade, wenn wir dann schon mal hier sind. Für Zwiebeln und Knoblauch, was ich da so gefunden habe. Irgendwo hat dann noch mal was rausgeguckt. Irgendwo war da noch was. Nicht mehr zu sehen. Hä? Hatte sich so tapfer durchgekämpft. Ist nicht mehr zu sehen. Naja, kann ja noch kommen. Ja. Hier vorne nichts. Hier ein bisschen Lager errichtet, so für die Steine. Damit das mal alles zentral ist. Also hier geht es auf jeden Fall um Struktur und Ordnung im Garten. Nach und nach werde ich das wieder herstellen. Ihr kennt ja nun meine Geschichte. Wer es verpasst hat, kann da mal ins letzte Gartenjahr gucken. Da war eine Menge los. Aber ich glaube, davor gibt es auch jede Menge Sachen, die zeigenswert sind. Also nicht nur die Ereignisse, auch die schönen Sachen. Weil es geht ja darum, auch hier Heilung zu finden und zurückzufinden ins Leben. Das versuche ich hier zu transportieren, dass ich hier immer hinkomme, wenn ich kann. Oder in den Wald, halt in die Natur gehe, mich verbinde. Und das schenkt mir unfassbar viel Heilung. Wie man derzeit diese Woche auch wieder sieht. Also das habe ich gebraucht. Das hat mir Kraft geschenkt. Und jetzt geht es mir so viel besser. Wobei der Drops noch nicht gelutscht ist. Ich habe noch meine Sachen im Feld und weiß nicht, wie es da so weitergeht. Aber wie ihr hören könnt, ich bin optimistisch. Voller Energie. Voll bis zu einem bestimmten Punkt. Muss so ein bisschen aufpassen wegen Körper. Da baue ich mich noch auf. Habe sehr stark abgenommen, aber das sieht besser aus. Für alle, die sich Sorgen machen, ihr Lieben. Ich bin ein starker Mensch, ich kenne meinen Körper. Ich habe ganz viel gelernt, letztes Jahr kürzer zu treten. Und das verfolge ich jetzt auch. Und ich weiß, was in meinem Körper steckt. Macht euch keine Sorgen, ich werde wieder gesund. Und
Ja, da bleibe ich dran. Ja, so, was gibt's noch? Hier vorne nix. Der Torben, der hat mir ganz lieb ein paar Nägel und so und Schrauben, ein bisschen Holz bearbeitet, also zum Recyceln und da die Nägel und so rausgezogen. Das war eine große, große Hilfe. Ja, deswegen ist das hier ein bisschen lichter geworden. Und an anderer Stelle, ja, habe ich euch ja schon gezeigt, hier entsteht ein Lager und da ist auch ein bisschen was zugekommen. Weiß jetzt nicht, ob alles bleibt, die Sachen wahrscheinlich schon. Da unten, das nimmt halt Platz weg, ne? Ich muss gucken, dass ich die Sachen zusammenhalte. Aber das ist ja schon mal ein Anfang. Das Ding, was hier noch absacken will, ja, es sackt nicht mehr ganz so weit ab, aber ja, da will ich auf jeden Fall noch beigehen und hatte da auch schon Ideen. Und dementsprechend, ja, da vorne war noch Holz, hatte ich euch ja gezeigt. Das ist jetzt hier gelandet. Da habe ich zum Beispiel die Bank hier hinter uns gebaut. Oh, Sonne muss ich ja eigentlich mal raufkriegen. Viel zu kurz gekommen. Ja. Voll schön. Ich genieße das. Heute ein wunderschöner Tag hier. Also den ganzen Tag Sonne. Den Mond durfte ich auch verabschieden morgens. Das Sitzplätzchen hier ist nach wie vor einer der Highlights und wirklich ein schöner Ruheort geworden. Also ich bekomme das, was ich mir lange ersehnt habe. Das ziehe ich mir zurück ins Leben. Ich habe auch Energie frei gemacht, da ist Energie frei geworden und das tut mir echt gut. Ich komme hier mal nach und nach zu mir, auch zum Glück. Moin! Achso, wir hatten schon. Entschuldigung. So, es tut mir leid, ihr Lieben. Ich habe gerade Besuch gekriegt. Ich beende das Video, es hat sich was ergeben und ich kriege gerade Besuch. Ende des Videos, ich melde mich wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.